Schön, dass Sie mich und mein Angebot näher kennenlernen möchten. Die Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sind Ihnen also auch wichtig. Wir können mit einem Workshop starten, wir können einen Kickoff machen, wir können aber auch erstmal uns anschauen, was Sie an Daten, Informationen und Unterlagen vorrätig haben, um überhaupt einen Einstieg in die umfängliche Thematik der Nachhaltigkeit und stabilisierenden Organisationsgestaltung zu bekommen. Wir starten mit der Sichtung Ihrer Unterlagen. Wir schauen, wie Ihre interne Struktur aussieht. Das kann durch Begutachtung, durch meine Person sein. Das kann durch Dokumenten- und Skriptsichtung sein. Das kann durch Eintauchen in Ihre Managementsysteme geschehen. Das kann durch Interviews erfolgen mit Ihren Mitarbeitern und Führungskräften. Und ich empfehle, alles miteinander zu kombinieren und einen umfänglichen Blick zu erhalten. Denn nur daraus bekommen wir die Lücken und Schwachstellen zu Gesicht, die es gilt zu verbessern, stabil und gleichzeitig flexibel zu gestalten. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, mein Name ist Sandra Klinkenberg. Ich bin beratende Betriebswirtin, ein wirtschaftsberatender Beruf der freien Berufe nach Katalog. Was bedeutet, dass ich die Vollumfänglichkeit der Betriebswirtschaft abdecke? Bedeutet, ganz einfach und ganz auf den Punkt gebracht, mach ein Unternehmen funktional. Mach es so, dass ein Unternehmen funktioniert. Dafür brauchst du Betriebswirtschaft, dafür brauchst du nicht nur Finanzen, dafür brauchst du alle Bereiche, alle Teile eines Unternehmens, die ein Unternehmen ins Laufen bringen, am Laufen halten und zukunftsfähig gestalten. Meine langjährige Erfahrung kommt genau aus dem Sektor, allerdings aus dem infrastrukturgestaltenden Umfeld. Ich habe mich schon in den 90er Jahren damit beschäftigt, dass sich Landschaften, Wegelandschaften, interne Organisationen, Gebäudekörper und Strukturen konzipiert und entwickelt habe. Mir war immer eine wirkfunktionale und kulturfördernde Atmosphäre und Gestaltung wichtig. Und das am allerbesten mit den zur Verfügung stehenden Bordmitteln, ohne großartig neue Dinge zu konzipieren, zu entwickeln. Und das funktioniert am allerbesten, wenn man Synergien erkennt und diese für alle nutzbar gestaltet. Mein Bestreben ist, vollumfänglich Ihre interne Struktur, Ihre fundamentale Organisationsgestaltung einmal zu begutachten, einmal zu beleuchten und zu sehen, passt das alles stimmig aufeinander und ineinander? Funktioniert die Kommunikation? Sind die Unternehmensbereiche optimal miteinander verzahnt? Wie sieht es bei den Abläufen aus? Hakt es irgendwo? Stockt es irgendwo? Sind die Prozesse optimal aufeinander abgestimmt? Kennen Sie Ihre Schwachstellen und Schwierigkeiten? Ich gehe davon aus, dass Ihnen viele dieser Dinge bekannt sind. Doch gelangt es auch immer an die Stelle, um optimalst eine Verbesserung herbeizuführen, Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, Effizienzen zu steigern, Nacharbeit zu Ausschuss zu minimieren und gleichzeitig dadurch Sickerkosten zu reduzieren, Gewinne zu erwirtschaften. Und das nur durch eine optimal aufeinander abgestimmte interne Organisation und der fundamentalen Struktur Ihres Unternehmens. Und diese Risiken, die wiederum bringen Potenziale und Chancen mit sich, eine Struktur zu erhalten, mit der Sie auch auf unvorhergesehene Ereignisse optimal reagieren können. Also gerade bei dem Schnellstrukturcheck zum Beispiel gibt es Empfehlungen. Es sind reine Handlungsempfehlungen, die aber sehr fundiert sind. Diese Handlungsempfehlung kann man über weitergehende Analysen weiter ausbauen und eben mit Ihnen gemeinsam Strategien oder auch ganze Programme entwickeln, um Ihre individuelle Entwicklung des Unternehmens, der Organisation nach vorne zu treiben. Wenn Sie mehr wissen wollen oder Sie bereits überzeugt sind, dann lassen Sie uns doch einfach einen Termin miteinander vereinbaren und wir gucken ganz speziell und ganz konkret, was bei Ihnen gerade auf der Seele klebt. Worum drehen sich Ihre Gedanken und was sind die Punkte, die Sie gerne verbessert sehen wollen? Was ist Ihnen bereits bewusst und bekannt? Und was bringe ich Ihnen durch meinen analytischen Blick möglicherweise überhaupt erst in den Blick? Dass Sie davon Kenntnis erlangen und überhaupt auch sehen, dass das eine Relevanz mit sich bringt. Vereinbaren Sie Ihren Termin oder nutzen Sie einfach auch gleich den Schnellcheck, dann bekommen Sie sogar eine entsprechende Empfehlungs- und Handlungsliste an die Hand.